Wir sind hier in der Wiener Stadthalle. Hier wird am 17. April Bushido auftreten. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und ihm ein paar Fragen gestellt. Du warst so lange nicht auf Tour, jetzt wieder. Was ist der Grund? Ich habe in 2017 meine letzte offizielle Tour absagen müssen, aus bekannten Gründen. Dann ist viel Veränderung eingetreten. Das Leben meinerseits, meiner Familie hat sich sehr, sehr verändert und es hat einfach nicht mehr geklappt und auch nicht gepasst, auf Tour zu gehen. Dann sind wir 5 Jahre später nach Dubai ausgewandert. Dann bin ich in Dubai angekommen. Dann kam das erste Angebot, ey, lass uns auf Tour gehen. Ich dachte, nee, ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Ich bin jetzt nach Dubai gezogen. Ich lebe in einem anderen Land. Ich weiß gar nicht, wie es hier läuft. Meine Kinder sind hier. Die Drillinge sind irgendwie gerade mal ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr alt gewesen. Ja, wir müssen es einleben. Ich habe jetzt keinen Kopf für die Tour. Und dann haben die Jungs sich aber echt nicht irgendwie beirren lassen. Burkhard und Alex haben sich dann immer mal wieder bei mir gemeldet. So, ey, alles gut, geht's dir gut? Und so, ne? Du weißt, wenn du bereit bist oder wenn du Bock hast, sagst du Bescheid. Ja, ey, super lieb von euch, aber gar kein Kopf gerade. Und im Herbst letzten Jahres, 23, hat sich halt so ergeben irgendwie, habe ich gedacht, okay, weißt du was, die Tour fehlt mir schon. Ich bin sehr, sehr gerne auf Tour gegangen, ich bin sehr gerne auf der Bühne. Ich liebe es, auf der Bühne zu sein, ich mag die Interaktion mit dem Publikum, so, ich schäme mich nicht. Und in der ersten Ankündigung hatten wir ja praktisch keinen Termin in Österreich. Wien ist ja wirklich erst einige Zeit später dazugekommen. Es hatte noch so organisatorische Gründe gehabt. Das Erste, was ich gemacht habe, ich hatte Burkhard angerufen, meinte, ey Burkhard, wir können nicht auf Tour gehen, weder auf erste oder letzte Tour. Und wir können halt nicht in Österreich spielen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe immer einen guten Kontakt auch nach Österreich gepflegt, auch privat. Ja, und so ist es gekommen, dass wir jetzt am 17.04. hier spielen. Eigentlich immer im Gasometer. Jetzt ist es die Stadthalle. Und ja, freue mich natürlich auf jeden Einzelnen, der dort erscheinen wird und habe mega Bock. Und es wird auch das letzte Konzert sein, bei dem meine Familie dabei sein wird, mhm, weil meine Kinder dann wieder Schule haben und müssen am 18. wieder zurück nach Dubai fliegen. Ja, also umso schöner, wenn ich dann am nächsten Tag dann Goodbye sage. Dann habe ich noch 2 Konzerte in Deutschland und danach fliege ich dann auch noch mal kurz wieder zurück nach Dubai. Mhm. Das heißt, König für immer Tour ist deine letzte Tour. Können wir da noch Musik erwarten? Ja, ich hatte ja parallel, also ich hatte ein Album angekündigt, das sollte jetzt eigentlich am 9. Februar rauskommen. Das wurde aber angekündigt, da gab es noch keine Tour. Dann kam die Tour und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal kurz, 9. Februar und dann kommt die Tour aber erst irgendwie Ende März und geht bis in den April rein. Nee, das passt nicht. Ich schieb das Album, also wir werden dann nach der Tour, ich denke mal so Anfang Mai, werde ich auch das Album veröffentlichen. Und das könnte dann auch eigentlich so die letzten musikalischen Auftritte meinerseits sein. Mhm. Du hast es gerade erwähnt, du bringst deine Familie mit. Wie managst du das allgemein, wenn du Musik machst mit deinen Kids? Ihr habt ja Full House zu Hause. Also unser Haus ist noch ein bisschen fuller als full. Wir sind natürlich mit allen Personen, die in unserem Haushalt leben, sind wir 14 Personen. Es ist für uns nichts Besonderes und wir merken immer nur, auch wenn mal ein Kind oder 2 Kinder mal bei Freunden schlafen oder so, denken wir so, boah krass, guck mal, 5 Kinder ist ja gar nichts. Mhm. So, ne, so, voll krass. Also wir kriegen das schon alle gut unter den Hut und ich habe kein Studio zu Hause, das heißt, wenn ich Musik mache, mache ich das immer außerhalb, weil ich möchte nicht zu Hause arbeiten und zu Hause dann auch irgendwie leben. Wie geht deine Frau damit um? Sagt sie, ich unterstütze dich da total und ich kümmere mich um alles, du machst dir keine Sorgen, oder möchtest du trotzdem, dass du zwischendurch dann als Unterstützung noch zurückkommst? Nein, nein. Also meine Frau, die unterstützt mich da zu 100%. Also sie kommt mich jetzt auch immer wieder mal besuchen, so wenn sie es halt zu Hause einrichten kann. Aber es ist nicht so, dass sie sagt, ey, pass mal auf, ja, wenn du jetzt irgendwo bist, dann bist du an all deinen freien Tagen, kommst du nach Hause oder so. Das ist Blödsinn. So eine Beziehung führen wir nicht. Wir haben eine sehr entspannte, sehr respektvolle Ebene, eine sehr tolle Ehe, die wir führen. Jetzt seit 12 Jahren sind wir verheiratet, seit 13 Jahren sind wir zusammen. Und ich bin jetzt hier in Wien, ich bin dann wieder in Deutschland, ich bin viel unterwegs in vielen verschiedenen Städten, weil ich sehr, sehr viel arbeiten muss, jetzt noch vor der Tour, ich muss mich auf die Tour vorbereiten. Wir haben noch Probentage und so weiter und so fort und noch andere Projekte. Und da ist es für sie absolut in Ordnung und auch notwendig, dass ich das erledige. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, es ist sehr schwierig und viele meiner Freunde auch und auch andere Männer, glaube ich, wissen, dass es sehr schnell geht, dass man so hin und her gerissen wird zwischen Arbeit und Familie und die Frau will nicht loslassen und ich kann aber nicht und ich will. Ich habe da überhaupt gar keinen Stress. Ich freue mich da sehr drüber. Mhm. Ihr habt ja den Jahrestag gehabt jetzt. Letzte Woche, vor ein paar Tagen, genau. Was ist so euer Geheimnis? Was würdest du den jungen Männern zum Beispiel weitergeben?
um für die richtige Frau zu finden, um sie zu halten, um die Beziehung weiterzubringen? Du hast es schon teilweise erwähnt, dass der Punkt ist, ich bin mir bei meiner Frau absolut sicher, dass sie die richtige Frau ist. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass eine andere Frau besser zu mir passen würde, dass ich eine andere Frau lieber in meinem Leben hätte. Ich glaube, das ist schon mal die Grundlage, dass man sich wirklich sicher ist, dass dein Partner oder deine Partnerin momentan, die du hast, genau der Mensch ist, der in dein Leben passt. So. Und so ist es bei meiner Frau. Und jetzt haben wir natürlich auch viele Höhen, viele Tiefen gehabt, viele Probleme, die uns auch enger aneinander geschweißt haben. Wir hatten jetzt auch die Corona-Zeit mit Lockdown, wir hatten den Personenschutz mit wirklich sehr, sehr krassen Umständen. Und das hat uns als Familie extrem eng zusammengeschweißt. Und auf der anderen Seite, was soll ich sagen, das ist einfach, das ist genau die Frau, die ich in meinem Leben haben möchte. Sowohl menschlich als auch optisch, körperlich. Es ist alles genauso, wie es sein soll. Und deswegen es ist schwierig, da Tipps zu geben. Du kannst jemandem keinen Tipp geben in dem Sinne, weil ja alles sehr, sehr individuell ist. Aber du musst überhaupt erstmal dafür sorgen, dass die Person in deinem Leben auch wirklich die richtige Person in deinem Leben ist. Wenn sie es nicht ist, kann man dir auch keine Tipps geben. Weil dann sagt man, kann man dir nicht sagen, ja, okay, dann lass sie mal eine Stunde länger schlafen oder färb mal deine Haare anders oder keine Ahnung, mach mal, geh mal mit ihr irgendwie zweimal die Woche irgendwo weg. Das ist alles Bullshit. Wenn es nicht der richtige Partner ist, dann helfen alle Tipps nichts. Und ich bin, wie gesagt, in einer sehr, sehr guten und luxuriösen Situation, dass ich ganz offen sagen kann, dass ich mit meiner Traumfrau halt zusammen bin. So, ja. Deswegen brauche ich gar nicht viel Tipps oder so. Dann kommen wir mal über zu Musik jetzt wieder. Und zwar, du bist ja jetzt in Österreich. Du kennst sicherlich ein paar österreichische Künstler. Könntest du dir vorstellen, mit einem österreichischen Künstler zusammenzuarbeiten? Vielleicht Raf Camora? Ah, okay, gut. Ich dachte, jetzt fragst du mich, ich soll irgendwelche österreichischen Künstler nennen. Klar, Raf ist ein guter Bekannter auch von mir. Und wir haben einige Male auch zusammen gesessen und gegessen. Als er nach Berlin damals gekommen ist, als er noch sehr unbekannt war, hat er auch schon bei mir im Studio gearbeitet und so. Es ist nicht die Musik, die ich mache. Deswegen glaube ich, wäre es mit Raf nicht wirklich machbar, Musik zu machen. Und außerdem, ich hasse halt seinen Kumpel Bones über alles. Und ich glaube auch aus Loyalitätsgründen auch wäre das nicht möglich. Und das würde auch überhaupt nicht zur Sprache kommen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich eigentlich niemanden, der irgendwie aus Österreich kommt und Musik macht. Ich meine, wenn wir jetzt mal so eine Typen wie Shakusa jetzt noch nimmt, aber die sind ja also heutzutage ja komplett irrelevant. Aber ich könnte dir leider, zu meiner Schande, könnte ich dir heute keinen österreichischen Künstler nennen. Was ist mit Schlagersängern? Also es machen ja immer mehr Rapper Duets mit Schlagersänger, Sängerinnen. Ja gut, ich habe 2008 einen Song mit Karel Gott gemacht. Okay. Und für immer jung ist mit Alles wird gut einer meiner erfolgreichsten Songs, die ich jemals gemacht habe. Ja, bei Schlager muss man aufpassen. Muss man echt aufpassen. Ja, jetzt hat mal einer mit Otto Walkes einen Song gemacht oder bla bla bla. Aber ich bin ein sehr spezieller Typ. So, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so mit random mit irgendeinem Schlagersänger irgendwas zu machen. Hab auch irgendwie keine Motivation und sehe auch gar keine Notwendigkeit, sowas zu machen. So, Crossover ist immer interessant. Aber es muss dann echt passen, so wie mit Karel Gott. Das war echt cool und ich bin wirklich sehr, sehr traurig, dass es nur bei dem einen Song geblieben ist. Aber ansonsten habe ich keine weiteren Pläne. Du meintest vorher ja, du hast keine Momente in deiner Karriere, die du bereust. Gibt es Sachen, die du sehr gerne zurückdenkst, besonders auf der Bühne? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon mal gesagt, also auf der Bühne zu stehen bedeutet mir sehr viel, macht mir sehr viel Spaß, gibt mir auch als Künstler auch sehr viel. Und für mich, wie gesagt, ist es, jedes einzelne Konzert war für mich cool. Wenn ich so zurückdenke, es gibt natürlich mal das ein oder andere Konzert, das mir natürlich mehr in Erinnerung geblieben ist. Aber tendenziell muss ich echt sagen, bin ich ein sehr gesegneter Typ, was so Live-Auftritte betrifft, weil ich gar nicht sagen könnte. Wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, sag mir deine Top 3 Auftritte. Also erstmal abgesehen davon, dass ich viel zu viele Konzerte gemacht habe, als dass ich alle noch in Erinnerung habe.
ich könnte dir gar nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, auf Platz 1, 2 oder 3, kann ich dir nicht sagen. Du bist aber jemand, der sehr, sehr lange ein Konzert führt, ja, was total super für deine Fans ist auch. Genau, also das ist ja, also es sind ja zwei Punkte, warum ich sehr gerne auch sehr lange spiele. Zum einen möchte ich natürlich selber den Moment genießen, verdiene natürlich auch Geld auf der Tour, aber dann könnte ich auch, keine Ahnung, Aktien handeln. Ich mache viel, ich habe ein großes Aktiendepot, verdiene ich auch Geld mit. So, aber wenn ich auf Tour gehe, dann habe ich mich dafür entschieden und dann gibt es das volle Programm. Und ich musste jetzt auch wieder meine Trackliste kürzen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 30 plus Songs, also weiß ich, 33, 34 Songs oder so. Und ursprünglich war ich bei fast 3 Stunden. Da habe ich ein bisschen Ärger bekommen, musste es kürzen. Jetzt bin ich vielleicht so bei 2, 2,5 Stunden oder so. Ja. Ist trotzdem sicher ein Erlebnis für deine Fans und für mich auch natürlich. Persönlich werde auch kommen. Cool. Ich würde sagen, das war... Vielleicht siehst du auch mal meine Frau, die kommt nämlich auch. Ja. Ja, die kommen auch super. Alle. Ich habe schon gesagt, ihr müsst auf die Bühne. Die wollen alle nicht und so. Die machen alle so, wir gehen nicht auf die Bühne. Aber mal gucken, ob wir die alle auf die Bühne bekommen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss und die Vorfreude ist umso größer. Schön, da freue ich mich sehr drüber. Ebenso. Cool. Danke dir. Alles Gute euch. Danke. Wer also Bushido noch ein letztes Mal auf der Bühne erleben will, muss jetzt schnell sein. Online gibt es noch einige Karten zu kaufen.